Sehr geehrte Damen und Herren, die Minute mit Jörn ist ein Monat alt und schon sehen wir uns zu einer Gegendarstellung bzw. Korrektur veranlasst. In einem der letzten Videos ging es um den Nord-Ostsee-Kanal, der von mir fälschlich als die Grenze zwischen Schleswig und Holstein bezeichnet wurde. Dieses widerrufe ich von nun an und für immer. Die Grenze zwischen Schleswig und Holstein ist eine ganz andere. Sie ist der längste Fluss Schleswig-Holsteins mit 188 Kilometern, der in der Nähe von Bordesholm entspringt und auf Eider steht, in die Nordsee mündet. Eine Gegendarstellung senden wir im Folgenden. Sie kommt von Rudi Rieb, dem neuen und alten Kreisvorsitzenden der SPD in Steinburg. Zur Klarstellung. Der Landesteil Schleswig geht bis zur Eider und der Linie, die von Rendsburg aus zur Ostsee weiterführt. Und ab da südlich gibt es den Landesteil Holstein. Früher wurden für solche Fragen Kriege geführt. Ich hoffe, das ist jetzt vorbei.